So kennen alle Markus Abwärtsgar. Als exzellenten Rechtsanwalt und Politiker. Apropos Politiker, während sich die Abgeordneten des Tiroler Landtags in die Sommerferien verschüßt haben, haben wir den Markus hinausgeschickt, um sich nützlich zu machen. Es ist Arbeit. Ja, heute bin ich beim Flo von Kalischnichböden. Grüß dich, Flo. Servus, Markus. Hi. Servus. Hi. Danke, dass ich mal reinschnuppern darf. Mal hat mir die Erlaubnis geben. Ich hoffe, ich stelle nicht zu viel an und mache nicht zu viel Schaden. Ah, das kriegen wir schon hin. Boden verlegen, hat mich immer schon ein bisschen interessiert. Und ja, freue mich. Also, starten wir los. Ja, starten wir los. Let's go. Gehen wir. Wohin fahren wir denn jetzt? Jetzt fahren wir auf die Baustelle. Ja. Und da werden wir mal ein paar Ketten schleifen. Ja. Da alles genau mal zeigen, wie das funktioniert. Das war tippitoppi, weil ich sehen. Und ist alles kein Problem. Nur das Einzige mit dem Leiberle, weil wir zwar heute die Baustelle nicht erledigen. Ja. Rette die also, Erde. Klingt doch gut. Rein mit dir. Danke. Ja, super, Markus. Jetzt sind wir ready vor Werk. Ja, nicht schlecht, gell? Jetzt fahren wir auf die Baustelle. Schönes Blau habt ihr. Ja, natürlich. Ja. Auf geht's! So! So, gehen wir's an. Jetzt gehen wir's an. Willkommen auf der Baustelle, Markus. Ja. Wie gesagt, heute ist ein Parkett zum Schleifen. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet, es sind noch einige Handgriffe zu machen und wir zwei werden das jetzt bis zum Versiegeln fertigstellen. Ich hoffe, du bist bereit. Bin bereit, motiviert, klingt gut und naja, schauen wir. Auf los geht's los. Passt. Es ist Arbeit. So, lieber Markus. Bei uns auf der Baustelle, speziell beim Parkettschleifen, ist Maskenpflicht. Wobei ich sagen muss. Kennen wir ja mittlerweile. Wobei ich sagen muss, bei uns macht es wirklich Sinn. Ja. Und du wirst gleich verstehen, warum. Also. Dankeschön. Ich bin zwar gespannt, dass ich solche Dinge nicht mehr anziehe, aber. Sag ich dir. Es gibt ja wohl wirklich Tätigkeiten, da brauchen wir sie, oder? So, genau, da ein bisschen zudrücken. Dann haben wir einen Gehörschutz. Jawohl. Den setzen wir auf. Das ist schon mal mein Lieblingsgerät mittlerweile. Mit Radio natürlich. Ja, lieber Markus, heute wird Parkett geschliffen, habe ich dir eh schon gesagt. Du arbeitest mit der Trio. Ja. Die Trio ist eine Dreischeibenmaschine, das erklärt jetzt, deswegen heißt es ja Trio. Siehst du auf der Unterseite drei Scheiben. Ja. Da werden die Schleifbänder aufgesetzt, in verschiedenen Krönungen. Wir sind schon in der vorletzten Schleifphase, das heißt Krönung 80. Und deswegen brauchen wir auch eine Staubmaske. Wir haben zwar eine Absaugung dabei, die Absaugung nimmt aber nicht 100% den Staub weg. Deswegen macht diese Maske einfach Sinn. Ja. Dann haben wir einen Kopfhörer, den werden wir jetzt auch tun. Ja. Das ist ein Gehörschutz, weil die Maschine ist ziemlich laut. Ich werde sie jetzt starten und lasse die dann fahren. Ja. Das ist alles kein Problem, ich weiß, du bist handwerklich nicht umgeschickt. Ich setze sie jetzt einmal ab. Kommst du her und übernimmst das da. Genau. Schön gerade fahren, immer mit der Struktur. Bisschen langsamer, dass sie schön ziehen kann. Markus, super gegangen,
Ja. Perfektes Schleifbild. Jetzt gehen wir zum nächsten Arbeitsgang über. Die geht mit dir spazieren ein bisschen. Ne? Ja, der hat schon eine Kraft. Ja. Der hat natürlich eine Kraft. Und ab und zu ist es ein bisschen widerspenstig gewesen. Ne? Genau. Ja. Aber du hast die Löwin gezähmt. Ja. Habe ich schon festgestellt. Aber das steckt ja in unserer blauen DNA. So ist es. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Arbeitsgang über. Und zwar, jetzt wird der Rand geschliffen. Auf los geht's los. Perfekt. Kann ich sagen. Mach mal. Gut. So, lieber Markus, jetzt geht es dem Ende entgegen. Wir machen jetzt den Feinschliff. Schaut ganz leicht aus, wenn ich das mache. Sehr gut. Grundiert haben wir schon, Markus. Ja. Und jetzt geht's dem Ende entgegen. Finale Grande. Jetzt kommt der Lack dran. Dann waschen wir einmal die Runde aus bis da hinten zurück. Genau, schön verstreichen. Super. Ja, letzter Arbeitsschritt, finaler Arbeitsschritt bei uns da, Firma Kalischnikböden. Unser Markus im Hintergrund ganz fleißig beim Lagieren, aber muss natürlich sagen, Resümee vom ganzen Tag, sehr positiv überrascht, was unser Landesparteiobmann da heute geleistet hat. Bin total zufrieden. Endprodukt kann man uns anschauen und ich glaube, dass ich und der Markus, dass wir uns jetzt mit Sicherheit ein Kölzbier verdient haben. Danke. Ja, den letzten Rest macht der Chef nur selber, damit es ja keine Schwierigkeiten mit der Kundschaft gibt. Aber ein wunderbarer Tag. Das Bier haben wir uns wirklich verdient. Ich glaube, ich kann morgen nicht aufstehen. Das Kreuz tut mir weh, die Knie tut mir weh. Also Hochachtung vor dem Beruf. Das ist schon anstrengend, körperlich anstrengend. Aber es hat mir super gefallen, wieder mal einen Anwaltsanzug sozusagen auszuziehen und in die Arbeitsstufe zu gehen. Also das war wieder ein wunderbares Erlebnis und ja, wunderbarer Chef. Ich glaube, als Hilfsarbeiter, so schlecht habe ich mich nicht angestellt. Ich bin für höheres Berufen, was das Bodenlegen betrifft, möglicherweise nicht unbedingt, aber sonst hat es mir gut gefallen und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. So, so Markus, zum Wohle. Prost. Und High Five für den heutigen Tag. Du warst richtig Spitzenklasse. War schon ein guter Chef. Danke. Danke. Cheers.